Hallo, willkommen zu einer neuen Deck-Diskussionsgeschichte. Nennen wir es mal so. Nicht wirklich Deck-Building. Ich zeige euch nochmal das Deck und hier das Ganze wahrscheinlich. Ich wollte ein paar Informationen loswerden. Wir haben nämlich heute nicht nur mehrere Spiele gemacht, sondern auch mehrere Tests durchgeführt. Ich kann also ein paar Game-Mechaniken erklären, die noch sehr unsichtbar sind. Also, wie funktioniert Penetration, Panzerung, sowas, ne? Kosten ja einen Unterhalt. Wann kosten die Unterhalt? Kriegt man Geld zurück, wenn man die verkauft? Kriegt man alles Geld zurück? Ist das bei Flugzeugen anders als bei Bodeneinheiten? Also, ich habe tausend Informationen, die wir heute alle getestet hatten, ne? Und ich dachte, ich teile die mal mit euch und ja, vielleicht findet ihr was bei. Schauen wir mal. Genau. Also erstmal der Scout-Panzer. Ne? Ich gehe so in den Einheiten so ein bisschen vielleicht durch, was wir heute gelernt haben. Ich benutze aber nicht alle dafür. Also der Scout-Panzer, der schießt tatsächlich unsichtbar. Also er kriegt den ersten Schuss, manchmal auch den zweiten Schuss unsichtbar raus, wenn ein Panzer auf ihn zufährt. Also wenn er im Busch steht, kann er unsichtbar kämpfen. Aber nicht unendlich lange. Also man hat auf jeden Fall einen Schussvorteil. Wir haben in unserem Test, hat er zwei Panzer besiegt, die glaube ich 260 gekostet haben. Also es funktioniert schon. Ist die Frage, ob es ein Szenario gibt, aber den kann unsichtbar ballern auf jeden Fall. Ne? Für eine gewisse Zeit. Und wenn er nicht auf mich zufährt, ist halt dann dumm. Aber ihr könnt nach den ersten paar Schüssen natürlich auch smoken und einfach ganz wegfahren. Dann ist der Gegner einen Panzer los und dann habt ihr auch gewonnen. Dann haben wir. Bei der Infanterie ist glaube ich egal. Das ist nichts Neues, keine Erkenntnis gewesen. Genau, Panzerschlachten haben wir gemacht. Wir haben geguckt, wie das mit der Panzerung halt funktioniert. Also ich wollte insbesondere wissen, wie ist denn das mit der kinetischen Panzerung, mit der Heat-Panzerung, mit den Penetrationswerten? Also was bedeutet das eigentlich hier, diese Werte, die da dran stehen? Welche Bedeutung hat das insgesamt? Also es ist so, das ist immer der Maximalschaden, wenn ihr den Gegner penetriert ordentlich. Ne? Also es gibt Penetration von 0 bis 100% und je höhere Penetration im Vergleich zur gegnerischen Panzerung, entweder in Heat oder kinetisch ist, desto mehr Penetration habt ihr und das eher kommt ja an diesen 100% Wert dran. Also der kann zum Beispiel, wenn er in Rückenpanzerung von so einem 400er schießt, weil er da keine Panzerung hat, kann der den einfach auslöschen ohne große Probleme, aufgrund dieser Panzerungswerte. Ja, und das macht eine ganze Menge aus. Also nehmen wir mal zum Beispiel den Kampf, wenn ihr in unserem Test hat der M8, wenn ihr 3 M8 schickt gegen einen, der halt 400 kostet, ja, so hier eine aufgerüstet oder sowas, dann gewinnen die M8 ganz klar. Ihr müsst allerdings, dürft nicht Angriff machen oder so, ihr müsst nah ranfahren, weil ihr eben nur mehr Schaden macht auf Long Range, wenn ihr, also ihr gewinnt auch auf Long Range tatsächlich, aber ihr macht noch mehr Schaden, wenn ihr nah ranfahrt, weil ihr eben, wenn ihr näher ranfahrt, ihr mehr Schaden macht, ne? Kinetisch, besser Panzerung, Penetration und so weiter. Also von daher, jedes Stück Panzerung daran hilft. Ich habe deswegen hier zum Beispiel gerade nicht dieses Modul reingenommen, weil das eben Panzerung kosten würde, ja, sondern das hier reingenommen. Kommt natürlich darauf an, hier kriegt ihr die Raketen dann abgewehrt, ja, da müsst ihr selbst entscheiden, was euch wichtiger ist. Also Fritz Fischi sagte was, was ihm die Raketen wichtiger sind, mir ist das hier wichtiger. Aber es ist der Einsatz, wie ihr den Panzer einsetzt, ne? Genau, also auf jeden Fall näher ranfahren, heißt, ihr macht einfach mehr Schaden. Und Seite und hinten macht natürlich noch brutaler mehr an. Also es ist keine binäre Variable, ne? Ihr penetriert und macht dann den Schaden, der da dran steht oder so. Näher ranfahren macht mehr Schaden, so einfach ist die Logik. Und so mit einem Billig-Panzerblob, also alle, wir haben mehrere verschiedene Billigpanzer gegen teure fahren lassen. Der Billigpanzerblot schneidet immer am besten ab, wenn man auf den Gegner zufährt. Also von daher ist das ganz gut. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass man mit einem teuren Panzer nicht unbedingt einen so viel besseren Panzer bezahlt, ja, sondern tatsächlich hier diese ganzen Upgrades da bezahlt. Ne? Raketen abfangen, doppelt, dreifach Smoke und so ein Zeugs. Wäre jetzt mein Verdacht. In jedem Fall sind die Billigpanzer ganz hervorragend, um Panzer zu vernichten. Also ich würde da auf Billig auf jeden Fall setzen, sehr, sehr stark. Der hat auch einen Autoloader, ne? Beim Panik schießt er dann wohl schneller, wäre mein Verständnis. Das müssen wir noch testen. Dem Panzer hier, der ist ein bisschen komisch zu steuern gewesen. Ich dachte erst, man muss Bodenangriff oder so mit dem machen. Also, wenn ihr mit dem Rechtsklick auf einen Infanteristen macht, der irgendwo, ne, hinter Häusern steht, dann schießt er halt wirklich seine ballistischen Geschosse auf den ab und tötet den eigentlich auch so gut wie, ne? Also, das ist brutal stark, das Ding. Die Frage ist, ob man nicht die preiswertere Version nimmt. Also, Fischi nimmt wohl die preiswertere Version. Die ist aber, glaube ich, nicht in meinem Deck enthalten und da kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Es gibt da wohl eine zweite vorne, aber die ist wohl bei den Marines dann zu finden. Ich bin der aber auch ganz zufrieden. Zumal man eben gepanzert ist und mit der Autokanone Duck, Duck, Duck machen kann. Ne? Das ist wirklich ganz angenehm. Genau. Bei Raketen übrigens, wir haben jetzt nicht die Frontalpanzerung Raketen getestet, weil die meisten kommen ja eh auf dem Dach drauf. Alle geben halt teurer aus, damit die Raketen von oben kommen. Da könnt ihr nicht viel zu sagen, inwieweit die Frontpanzerung gegen Raketen hilft. Das wüsste ich jetzt noch leider nicht zu bestimmen. Ja, jetzt kommt es hier mit dem Nachschub. Das war ganz witzig. Und zwar hatten wir die Artillerie hier vorne, ich habe diese teuren Bunden reingepackt. Im Grunde genommen sind das, also vom Effekt her beim Einschlag, von der Größe und alles, wirkt das sehr stark wie eine Cruise Missile. Ja, also ihr habt halt vier dicke Raketen und die schlagen punktuell ein. Also ihr schießt nicht vier gleichzeitig ab, sondern eine ab und dann braucht ihr eine Stunde zum nochmal abschießen gefühlt. Also ihr schießt auf jeden Fall eine punktuell ab und das ist so, dass man eine Cruise Missile irgendwo einschlagen lässt. Da könnt ihr halt jemanden aus dem Haus rausholen, wenn es auf dem Dach trifft, auch einen Panzer vernichten und so eine Geschichten.
Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu hier, weil das auch da dran ist. Wir hatten versucht, eine Cruise Missile auf einem Panzer, den wir amüsiert haben, mit Laserguide zu treffen. Das könnt ihr völlig knicken. Der muss trotzdem stehen bleiben, damit der trifft. Und dann braucht er sie eigentlich auch nicht wirklich. Also Laserguide scheint im Moment völlig sinnbefreit. So, aber nochmal zu der Cruise Missile. Also wir haben uns gefragt, oder ich habe mich das zumindest gefragt, warum sollte ich nicht diese Artillerie mit 4 Raketen nehmen im Vergleich zu zum Beispiel dem Bomber hier unten? Also kann man ja da einen bauen, immer Cruise Missiles einbauen. Ich glaube, das war das andere Modell, ne? Jessen wäre das. Also das wäre hier der hier. Genau. Das wäre die Cruise Missile. Ne? Also warum sollte man eine Cruise Missile nehmen? Oder die Artillerie nehmen? Was wäre besser? Und Fischer hat darauf hingewiesen, vielleicht könnte es ja so sein, dass ihr bei der Artillerie, die ist ja die ganze Zeit auf dem Feld, und man zahlt dafür Unterhalt. Ne? Also für die Artillerie hatte ich, glaube ich, 18 Punkte Unterhalt bezahlt. Das müsste mal jemand ausrechnen. Irgendwie 6% oder so zahlt man vom Kaufpreis das Unterhalt, wenn ihr auf der Map ist. Hier zahlt man halt zwar auch Unterhalt, wenn das auf der Map ist, aber eben ist ja nur kurz auf der Map. So, das Ganze hat jetzt einen dicken Schönheitsfehler. Und zwar, die Munition kostet ja auch was, ne? Also, wenn ihr nur diese eine abschießt, nicht irgendwie alle Bomben gleichzeitig werft, und das ist halt das Problem, wenn er halt alle Bomben hat, also wenn ihr diesen Bombenteppich abwirft, egal ob die braucht oder nicht, dann zahlt ihr tatsächlich das Resupply von dem Zeug unendlich viel, ja? Also das kostet ein absolutes Vermögen. Also in meinem Test, wo ich das Ding geflogen habe, habe alle Bomben abgeschmissen, bei dem hier war das gewesen, ja? Da habe ich halt zum Beispiel nur 100 Punkte wieder bekommen. Das heißt, ich habe für einen Angriff, der diese 12 Bomben abwirft, und ich glaube, ich habe noch 2 Raketen abgefeuert tatsächlich, weil ein Flugzeug in der Luft war. Also einmal leer schießen hat mich 265 Punkte gekostet, ja? Also man denkt ja, vom Warn- und Wargame, das kostet halt nichts. Ja, oder das kostet halt sehr wenig, wie auch da dran steht teilweise, dass sehr wenig kostet. Ja, Resupply 20, okay, 12 mal 20, na gut, dann seid ihr bei 240. Also das hat auf jeden Fall 265 Punkte gekostet, wenn ich das Ding leer schieße, das zu reinforcen. Also im Sinne von, ich kriege 100 Punkte zurück, wären die halt, wenn ich zum Beispiel eine Wohneinheit verkaufe, eben den ganzen Kaufpreis zurückbekommen hätte. Ja, also die Flieger, die kosten viel. Wenn die kaputt gehen, kriegt ihr noch weniger zurück. Wenn die leer geschossen sind, kriegt ihr noch weniger zurück. Ja? Also das ist wirklich, die sind sündhaft teuer, die Dinger. Ja? Sehr viel mehr, als man vermutet, wenn man das sieht. Das ist wirklich ein absolutes Loch, was da an Geld verloren geht. Ne? Deswegen, Fischer immer wieder betont, heute 3, 4 Mal, glaube ich, im Video, dass die Lancer ein Massengrab ist. Also wenn ihr da die Atombombe abschmeißt, oder die Jetsons meinetwegen, dann seid ihr halt Staatsbankrott danach. Ja, so kann man das zusammenfassen, das Ding. Da verliert ihr so viel Geld. Also das Ding müsst ihr dann auch 24 mal 45 kosten, ne? Nur von der Mun. Und wenn das Ding dann noch angeschossen würde oder irgendwas, Cinderella. Also das ist auf jeden Fall sündhaft teuer. Da muss man schon sehr hardcore rechtfertigen, jedes Flugzeug in dem Spiel. Und ich glaube, das machen noch nicht alle, ist mein Eindruck. Genau. Jetzt das Interessante für das Nachladen mit den Bodentruppen. Und zwar hatte ich die hier getestet. Man sieht das im aktuellen Video auch. Wir haben das live gemacht. Wenn das Ding jetzt eine Rakete abschießt und ich verkaufe das sofort wieder, dann bezahle ich nichts extra. Also ich kriege die verbrauchte Munition quasi umsonst ersetzt und kann das Ding dann direkt wieder kaufen. Ja? Also von daher kriegt man da einen schönen Bonus am Boden. Also Boden ist überall preiswerter. Der kostet halt, ich habe glaube ich gesagt, 20 pro Minute würde der als Unterhalt kosten, wenn ich auf der Map habe. Das war, glaube ich, der Unterhaltskosten von denen. 20 oder 18 oder sowas. Das heißt, also, der kostet schon was regelmäßig, wenn ich den habe. Dann muss man den auch einsetzen. Aber im Vergleich zu dem Flugzeug ist das halt unendlich viel preiswerter. Unendlich viel. Und wenn der leer geschossen ist, könnt ihr überlegen, ob ihr den mit Nachschub versorgen wollt. Oder ob ihr den einfach verkauft und neu kauft. Also, gerade wenn ich zwei im Decks habe, kann ich die alternieren, sodass ich da wirklich eine Menge Geld sparen kann. Weil das Nachladen, ne, 1000 Kilo kosten 10 Punkte. Ne, könnt ihr hier gucken, 700, dann kostet der halt 7 Punkte, eine Rakete von 4 nachzuladen. Ja, also 28, genau, ne, war das richtig? 28 Punkte, genau, 28 Punkte würde das kosten, die alle 4 Raketen nachzuladen, plus den Zeitfaktor, und den Zeitfaktor habt ihr ja noch den Unterhalt, ja, wo dann müsst ihr den Nachschub ranbringen und Risiko und alles. Also wenn ich den verkaufe und einfach direkt den neuen dafür ziehe, dann kann ich, glaube ich, eine Menge Geld sparen, wenn ich so eine Supply-Route habe. Ne? Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als sie immer wieder nachzuladen. Es sei denn, ihr wollt ja an der Front behalten aus irgendeinem Grund. Kann ja manchmal sein, dass man, ne, man schießt die ja in einem Raketenpack nur ab, dass man, ne, die einfach nachlädt, und dann ist sie direkt einsatzbereit, weil die anderen 3 Raketen noch einsatzbereit sind. Das kann schon Gründe geben, die zu behalten. Ich will nur sagen, es kann sich lohnen, die zu verkaufen. Also gerade diese Öffnung mit den Patriots eben, ne? Man eröffnet mit der Patriot, lässt die schießen, verkauft die sofort, wenn die leer sind, ne? So dass man Lufteröffnung für den Gegner sündhaft teuer macht. Also ich weiß ja nicht, ob das irgendwann gelöst, gepatcht oder irgendwas wird, oder ob es für jede Einheit gilt, aber für die ich gerade gesagt habe, haben wir es getestet.
Und das war schon sehr augenöffnend, ne? Augenöffnend. Das gleiche gilt halt für die ganzen Transporter, ne? Also ich habe halt die ganze Zeit, also bei mir ist das sowieso so ein Ding, dass ich diese Billigtransporter nur hole, reinfahren, ausladen und die hole ich, bringe ich nach Hause, ne? Dass ich das Geld wieder krieg. Stellt euch vor, ihr behaltet teure Transporter. Und die meisten Leute nehmen ja Transporter, die wirklich hier mehr Geld kosten. Die kosten euch im Unterhalt ein absolutes Vermögen. Die müsst ihr dann auch einsetzen in dem Moment. Ansonsten machen die euch Staatsbankrott. Ne? Also einen kleinen Transporter zu kaufen, der schnell kommt und sich schnell wieder verkaufen lässt, macht euch einfach wirtschaftlich super stark im Vergleich. Ne? Also da, ihr könnt die auch die anderen hier nehmen, aber dann müsst ihr die auch einsetzen. Wirklich, wirklich einsetzen und nicht einfach irgendwo parken. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau, ja, das war eigentlich so ein bisschen die Zusammenfassung, was wir heute gelernt haben. Aber es waren schon ein paar wichtige Informationen. Also man kann eine ganze Menge Geld sparen, wenn man das mit den Flugzeugen nur für den absoluten Notfall tatsächlich macht, den absoluten Notfall. Und ja, wie gesagt, dann gerade bei der Artillerie vielleicht überlegt, dass man die regelmäßig verkauft. Weil das Nachladen kostet Geld, es kostet Zeit, dann kostet es wieder Geld durch den Unterhalt. Ne? Und ihr müsst ein Depot anlegen und das kostet auch Zeit und Geld. Und vor allem Klickrate und dann ist es auch angreifbar. Also am besten ist man wahrscheinlich wirklich belegt, dass man die Artillerie leer schießt, verkauft, neue holt. Ja? Ich sehe da auch kein großes Problem, die wird halt einfach nicht an der Front nachgeladen. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Mechanik, wie es im Moment ist. Ja, und sonst bei den Panzern, wie gesagt, die Billigpanzer. Also entweder der M8 hier oder auch der M60, die gewinnen fast eigentlich immer gegen, also nicht mal knapp gewinnen, die gewinnen eigentlich immer gegen teure Panzer. Sogar wenn ihr auf Long Range kämpft und da der teure Panzer einen Vorteil hat. Ne? Aber der kann ja eh nicht schnell wegfahren, der Rückwärtsgang ist langsamer als der Vorwärtsgang. Also wenn er dem einfach im Gegenfall euer Panzerblob ist der tot. Ne? Das Schöne ist auch, wenn ihr mit dem Panzerblob kommt, der billig ist, dass der Gegner einen Bomber teilweise holt. Ich habe eben einen gehabt, der hat einen Bomber geholt für 800, den Lancer, um einen Billigpanzerblob zu kontern. Und danach ist der Staatsbankrott. Also das ist, glaube ich, auch eine nette Kombo. Aber klar, es liegt daran, dass die Leute die Game-Mechanik noch nicht kennen. Aber so ein Billigpanzerblob ist jederzeit den dicken Panzer vorzuziehen, meiner Meinung nach. Im Moment. Das haben zumindest die Tests sehr deutlich gezeigt. Genau, das waren die Kenntnisse von heute. Sonst zum Deck. Ich habe das vielleicht in Aktion gesehen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr halt immer spielt und ob das Ganze funktioniert. Ich habe heute versucht, Raketen abzufangen. Das hat bei mir gar nicht funktioniert. Die Leute sagen, bei ihnen klappt es immer. Ich glaube das auch. Bei mir klappt es nie. Keine Ahnung. Ja, das war halt, was ich heute neu gemacht habe. Aber ansonsten habe ich Patriot reingepackt. Wenn ihr die AFK einstellt, wir haben eben gegen einen gespielt, der hatte schon ein hohes Elo gehabt. Der hat sich 4 oder 5 Flieger von dieser einen Patriot, die ich am Anfang aufgestellt habe, AFK, hat er sich abknallen lassen. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die meisten Leute haben den Tooltip nicht gelesen, wo, ne? Der Radar, der verdoppelt die Reichweite, aber nur für hochfliegende Flieger. Das heißt, wenn immer da eine Patriot ist, die ein Problem ist, oder ihr wollt ihn mit dem Seed angreifen oder so, geht in den Tiefflug, dann müsste das eigentlich ohne Probleme klappen, wenn man den Tooltip glauben darf. Und tatsächlich, meine Flieger überleben sehr häufig, weil ich in den Tiefflug gehe. Ich verliere die ganz, ganz selten am Flugabwehr. Ja, das war auch heute wieder so ein bisschen Erkenntnis gewesen, so eine Patriot aufstellen. Die Leute benutzen einfach Flugzeuge. Es ist wie bei Warn- und Wargame. Die wollen Flugzeuge benutzen und in 90% der Fälle ist das nicht wert gewesen. Und hier ist halt noch schlimmer wegen dieser Einkommensverteilung, ne, was man da zurückbekommt. Genau. Ja, das war eigentlich erstmal für heute die Zusammenfassung. Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergeholfen und wir gucken mal, ob wir morgen noch ein paar neue Sachen rausfinden. Also gestern haben wir getestet, heute haben wir getestet. Wie gesagt, eine Anleitung wäre mir lieber, aber testen tut es ja zur Not auch. Und die Erkenntnisse sammle ich dann hier immer. In dem Sinne. Ciao, ciao.